Hallo auf Hashtag KKL Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin, der Kanal und auch die Initiative. Ja, und wenn euch hier das gefällt, was wir hier so machen, dann schenkt uns gerne mal einen Daumen hoch für die Videos, abonniert den Kanal und wenn ihr noch mehr tun wollt, uns fördern, schaut mal auf die Kanalinfo. Und jetzt habe ich wieder, weil ich unterhalte mich mit immer interessanten, sehr netten, sympathischen, kunsterschaffenden Menschen und ich habe heute den lieben Finn Hövener in Hamburg. Sei gegrüßt. Hallo, vielen Dank. Ja, schön, dass es mit uns geklappt hat. Wie hat es denn bei dir angefangen? Wann hast du entschieden oder wie bist du drauf gekommen, dich mit, ich sag mal, Kunst auszudrücken? Und in deinem Fall ist es das Schreiben. Was ist passiert? Gab es Auslöser und was ist dein Antrieb? Also ich glaube, es hat gar nicht mit Schreiben angefangen, es hat mit Malen angefangen. Ich war immer im Kunstunterricht in der Schule fand ich das einfach sehr, sehr cool. Und dann bin ich ins Kunstprofil gewechselt an der Schule. Hab dann aber gemerkt, dass ich irgendwie immer nur die gleichen Sachen male, nämlich abstrakte Gesichter. Und dann wurde mir das zu langweilig. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Zuerst auf Englisch, nur auf Englisch. Ich glaube, das war so ein bisschen, ich sag mal so, eine Flucht in eine Fremdsprache. Zu dem Zeitpunkt fand ich Deutsch auch eine total blöde Sprache irgendwie, was ich jetzt komplett anders sehe. Okay. Und das muss, also die ersten englischen Sachen, die ich so finde noch auf Software, sind von 2015, also jetzt 8 Jahre, ja. Genau. Ja, was treibt dich an? Warum schreibst du? Will da was raus? Oder wie würdest du es selber für dich bezeichnen? Oder ist das Kunst? Das klingt jetzt so ein bisschen prätentiös vielleicht, oder vielleicht auch nicht, aber ich schreibe, glaube ich, hauptsächlich, um zu verarbeiten und auch beim Verstand zu bleiben ein bisschen, weil ziemlich viel los ist, immer und überall und die ganze Zeit und alles passiert gleichzeitig. Und dieses Schreiben, also ich schreibe über die Sachen, die ich sehe, erlebe und denke. Also ich schreibe eigentlich nicht fiktiv. Und das ist einfach eine Form der Verarbeitung, würde ich sagen. Ja. Ja, mal ganz kurz, Lyrik schreibst du gerne viel. Ja. Kurz mal zu dem Handwerklichen oder so. Das ist ganz schön, das schreibst du auch in deiner kurzen Vita immer gerne. Du gehst da so eine Reihenfolge, also Englisch, dann Deutsch, Reimen. Beides ohne Reimen, dann nur noch Reimen und dann am Ende auch gar nicht mehr Reimen. Also ist das auch so ein bisschen, wie du drauf bist oder probierst du dich überall aus? Also es ist teilweise auch einfach Phasen gewesen, wo ich zum Beispiel sehr viel Rilke gelesen habe und das mich dann sehr inspiriert hat, dann voll ins Reimen und diese Romantik einzusteigen. Ich finde teilweise mittlerweile das sogar einfacher, reimende Gedichte zu schreiben, weil man da so mäßig einen roten Faden hat. Wenn ich eher assoziativ schreibe, dann wird es nicht reimend, ja. Aber es ist jetzt für dich gleichwertig, sage ich mal, ne? Also es gibt jetzt nicht irgendwie, was du als besser findest, es ist je nachdem, wie du dich auch fühlst, ne? Das kommt vollkommen aufs Gedicht an. Also ich kann ein Gedicht haben, was ganz saubere Reime hat, wo ich dann sage, ist mir nicht so gut gelungen, und ein Gedicht, das vollkommen, ja, wie gesagt, assoziativ ist und wo ich dann einfach sage, ja, das ist aber in sich stimmig. Ja. Ich möchte dir mal ein paar Begrifflichkeiten nennen, wie deine Schreibe, sage ich mal so jetzt. Wir werden auch ein paar Beiträge unter dem Video verlinken, damit die Menschen auch wissen, worüber wir gerade sprechen. Ich werde dir ein paar Begrifflichkeiten nennen, wie das auf mich und auf uns wirkt, so generell. Also wie so eine Kommunikation zwischen Verstand und Seele. So wirkt das immer sehr, sehr schön, sehr tief. Die Polarität wird von dir untersucht, sage ich mal. Und es ist so ein bisschen psychologisch, philosophisch
eigentlich fast schon lyrisch, aber auch so ein bisschen in den, fast in ein Essay rein, sage ich mal so. Du bist also, du empfängst viel, aber du bist auch auf der Suche, hinterfragst und es ist auch ein bisschen, ja, nicht kritisieren, aber es, ja, es ist schon ein bisschen auch in diese Richtung. Kann man das so sagen, wie ich das gesagt habe, was du schreibst? Also, ich finde, das hört sich erstmal sehr gut an. Okay. aber am meisten trifft es, glaube ich, auf der Suche. Auf der Suche ist ein eine ziemlich treffende Beschreibung, ja. Genau. Ja, sehr schön. Also gehst in die Tiefe, das finde ich sowieso immer sehr schön. Möchtest du damit auch bewirken? Ich meine, bewirken tun wir immer, aber möchtest du bewusst bewirken auf andere oder auf die Welt oder aufs Universum? Oder möchtest du, ist das eine Verarbeitung mehr für dich und da denkst du eher an dich? Klingt jetzt egoistisch, so meine ich das aber nicht. Ich glaube, es ist zu 80% wirklich egoistisch, einfach egoistische Verarbeitung von dem, was ich erlebe und spüre. Ich habe auch Sachen geschrieben, das sind aber keine Gedichte oder lyrischen Beiträge, sondern eher Betrachtungen, die auch ich an die Welt getragen habe, die auf bestimmte Dinge aufmerksam machen sollen. Aber Ja. das ist eher der kleinere Teil, ja. Obwohl du das auch gerne in deiner Lyrik versteckst. Nicht versteckst, sondern da ist auch was davon drin, finde ich. Das habe ich auch mit diesem Essay gemeint. Ne? Also so Ja. Betrachtung, so ein Versuch, finde ich sehr interessant. So eine schöne Mischung auf jeden Fall. Man merkt es, dass es suchend ist, aber ich finde auch, dass es sehr erfahren auch klingt. Also du spiegelst auch sehr, sehr viel. Und du hast auch, habe ich recherchiert, auch sogar einen Preis gewonnen. Und zwar von der ja, Thomas Mann Stiftung oder ist das richtig? Genau, Thomas Mann Gesellschaft Hamburg. Das ist aber nicht der Thomas Mann Preis, sondern der Erika und Klaus Mann Preis. Ah Genau. ja, genau. Und da hast du einen Titel, mit dem hast du was gewonnen. Unlöschbar. Unauslöschbar, genau. Unauslöschbar. Ja. Das wäre auch ein schöner Titel für Hashtag KKL gewesen. Ein Ausschreibungsthema, finde ich. Finde ich sehr schön. Im Querschnitt, worum geht es? Auf was bezieht sich, oder hat, ich habe den Text nicht gelesen, auf was bezieht sich dieses Wort in deinem Text? Also das Thema, das gegeben wurde von der Thomas-Mann-Gesellschaft, war Funkenflug. Und damit wurde hingewiesen, soweit ich das jetzt wieder vorrufen kann, auf die Bücherverbrennung in der NS-Zeit. Okay. Aber die Ausschreibung war so, dass man ganz assoziativ mit diesem Begriff Funkenflug umgehen kann. Also es muss nicht diesen historischen Kontext haben. Und in meinem Text, also es ist eine Betrachtung oder eine Erzählung des tatsächlich Alltags in der geschlossenen Akutpsychiatrie. Da habe ich jetzt kürzlich 8 Monate verbracht. Und ja, auch das habe ich zu der Zeit geschrieben, wo gerade das Thema, das uns jetzt ja jahrelang begleitet hat, wo gerade Corona auf der Station war. Das heißt, zusätzlich zu den Stressfaktoren, die da so oder so schon sind, war dann auch noch diese Isolation und dieses Eingesperrtsein mit dem Virus in einer geschlossenen Institution. Das war eindrücklich auf jeden Fall und ziemlich Ja. erschreckend. Ja, aber finde ich ja toll. Preis finde ich gut. Auf jeden Fall. Machst du da auch bewusst so bei Preisen mit oder war das jetzt Zufall? Ich habe ein paar Sachen eingeschickt. Also tatsächlich, der erste Erfolg war mit ihrem Magazin. Also das war die erste Veröffentlichung. Das war KKL 26, glaube ich. Da war ich auch sehr stolz drauf. Und ansonsten habe ich hin und wieder was eingeschickt, aber das war jetzt der erste Preis, den ich gewonnen habe. Ja. Super, schön, ja.
Woran arbeitest du im Moment? Aber bevor ich das frage, ist, wie holst du oder holst du bewusst deine Inspirationen oder lässt du das Schicksal auf dich zukommen oder gehst du speziell wohin und recherchierst und schaust oder lässt du das auf dich zukommen, deine Inspiration, was du dann auf Papier bringst? Also ganz viel ist Alltag, ganz viel, also einfach Alltagsimpressionen, aber auch ganz viel ist Musik, teilweise Stimmungen, die da eingefangen werden, aber auch Wortfetzen oder Satzfetzen, wo ich dann denke, ja, darauf könnte man gut aufbauen. Und so richtig, also ich bin da ziemlich rigide. Ich habe ein Pensum von, ich möchte 3 Sachen die Woche schreiben und ich setze mich dann auch hin und stehe erst auf, wenn ich einigermaßen zufrieden bin, so, ne? Und eine gute Inspiration sind halt auch immer so Themenvorgaben wie zum Beispiel von ihrem Magazin, weil dann ist nicht so dieses riesengroße, weite Feld aller Themen, sondern man hat etwas, wo man sagt, okay, hierauf kann ich aufbauen. Solche Sachen. Ja, schön. Woran schreiben Sie aktuell? Aktuell versuche ich mein Pensum von 3 Sachen die Woche zu schaffen. Ich bin ein bisschen in einer, ich will es nicht Schreibblockade nennen, aber in einem kleinen Kreativ gerade. Also ich habe jetzt gestern was geschrieben, das ist, bin ich einigermaßen zufrieden mit. Und ansonsten, ja, ist es eigentlich weiterhin Verarbeitung. Einfach das, was mir, ich schreibe sogar meistens nachts, also. Und weil es da still ist und man das Gefühl hat, man ist ganz allein auf der Welt. Und ja, das ist einfach eine inspirierende Umgebung, sag ich mal Sehr so. schön. Und Sie schauen ja auch von heute auf morgen, wenn, also von morgen auf heute und heute auf morgen, wenn ich das richtig verstehe, haben Sie so ein Ziel, eine Vision, was das Schreiben betrifft, Roman mal oder ähnliches herauszubringen oder ist nur Step by Step morgen und übermorgen? Teils, teils. Also ich sag mal so, das schlussendliche Ziel ist natürlich, was heißt natürlich, das war jetzt falsch gesagt, aber ist für mich schon ein Gedichtband veröffentlichen zu können. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, ich weiß, aber ich freue mich sehr, dass auf jeden Fall in einem Sammelband diese Betrachtung ohne aus löschbar veröffentlicht wird. Ja, aber ansonsten geht es hauptsächlich, wie Sie schon sagten, ich bin noch ein bisschen auf der Suche nach meinem Stil. Also es ist wechselhaft und vielleicht darf es auch wechselhaft sein, weil Also, das Leben. ich persönlich finde gerade das jetzt gut, ne? Aber Okay. es ist natürlich immer die Frage des Betrachters, ne? Ja. Ich glaube, so wirklich meine kleine oder meine Nische zu finden, in der ich mich wohlfühle und in der ich auch, ja klar, ich könnte jetzt sagen, ich schreibe nur für mich und so, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen Erfolg damit haben. So. Ja. Ja, finde ich auch sehr schön und ich habe das ja auch gesagt, da steht ja auch viel drin in den Texten. Deswegen ist das für die Welt, für die Außenwelt natürlich auch sehr interessant und sehr spannend. Aus meiner Meinung nach mega Potenzial und das muss sowieso immer raus, so denke ich halt, ne? Und wir sind gespannt. Wir haben ja noch das ein oder andere vielleicht auch für Sie interessante Thema bei Hashtag HGL und wir schauen mal, was kommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch, für die Offenheit, für die Tiefe und wünsche natürlich alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch. Auf Wiedersehen.